Und damit willkommen zurück bei Death Road to Canada. In der letzten Folge haben wir die Story von unserem König. König Alex. Unserem haarigen König, unserem kleinen Hundi. Alex mit dem Mob. Der die Monster fertig gemacht hat, verdammt nochmal. Für Alex. Ja. Ich nehme jetzt mal den Slot hier. Ach. Ich will Lanita nicht. Lanita hat mich nur enttäuscht. Ja, ich bin Irene. Nein, ich bin nicht mehr Irene. Verdammt. Genau, ich bin Heidi, noch besser. Du bist ein paranoider Kämpfer, okay. A friend of dog, nein. Surgeon, I'm a surgeon. Ganjineer. Cutting for the very first time. Federico. Oh, sei Herminia. Sehr tolle Haare. Gun Collector, das heißt, ich müsste eine Waffe haben. Calm under fire. Okay, ich müsste mir mal echt die Traits durchlesen, um das Let's Play etwas... Ach was, langweilig. Oh. Ja, seit Der sieht irgendwie aus wie so ein Kindervergewaltiger. Sieht irgendwie aus wie ein Zombie. Mia! Ich kann mich nicht entscheiden! Du kannst so lange klicken, wie du willst. Michonne wird nicht kommen. Oh, er hat eine Augenklappe und du hast ihn weggeklickt. Da war gerade wieder der Pellrast. Ich weiß nicht, was ich will. Nimm Sand. Oh. Nimm Bartholomew. Bartholomew hat einen Schnurrbart. Bartholomew klingt nach einem geilen Namen. Bereit? Ja! Auf geht's zur Death Road to Canada! Mit Bartholomew und Heidi. Ah. Paranoid characters can reduce the severity of bandit attacks and or reveal the stats of new recruits. Hey, wie im echten Leben. Paranoia hat nur Vorteile. Okay, weiter geht's. To start the journey, the group decides to grab some supplies. Na, so geht's ja immer los. Okay, was hatten wir jetzt noch nicht? Die Fabrik hatten wir noch nicht. Nein, hatten wir noch nicht, nein. Na los. Hey! Ach, du hast mich ausgewählt. Ich war's. Ich hätte bestätigen müssen. Chief, aufpassen. Sorry, vielleicht können wir nochmal zurück? Nein, können wir nicht. So, schauen wir mal. Ich habe eine Waffe und ich habe eine Reba. Juhu. Was Reba. Hat Heidi? Beil! Yes. Ein Hatchet. Hatchet und Clank. Ah, leidet. Leidet. Aua. Ich leide. Hier war doch letztes Mal schon nichts. Nichts Gescheites. Ha! Hast du eine Ahnung? Warte mal! Auf! Immer müssen wir uns streiten, wenn wir auf Urlaub sind. Du hast auch eine Streitaxt dabei! Oh. Der Witz war vorprogrammiert, das musst du mir geben. Das stimmt. Wird jetzt hier hoch? Ach Gott, die braucht ja ewig, bis sie durch die Türen kommt. Sie muss halt auf Auto. Haha! Gefickt von hinten. Was bitte? Und da liegt ein Mangiare, Mangiare, jede Menge Mangiare. Oh, lass uns nicht in den Reststop gehen. Da gibt's ja nichts. Hier ist eine Donnerbüchse. I take it. Nimm sie, ich kann mit den Dingern nicht umgehen. Ich nehme mir lieber noch eine Axt. Ich habe aber keine Munition dafür, also muss ich zurück auf die Reba. Aua, aua, aua. Oh. Sind wir hier fertig? Ich glaube auch. Diese Axt ist auch schon wieder so schwerfällig. Sind nichts mehr? Okay. Und ich bin einfach nur schlecht. Okay, weiter runter. Rechts ausweichen und zum Auto. Gib Gas, Johnny! So, wir haben... Rifle Ammo, 16 Stück, okay. Die müssen wir mal schauen, wo die liegen, aber die müssten wir ja global haben. Okay, the group sets up camp and now, außerhalb von dem Grocery Store. They notice another group has been following them and will probably attempt to loot the place. Send one person in to loot.
Ja, ich weiß nicht. Wollen wir oder wollen wir es denen einfach lassen? Wir haben genug im Moment noch. Moment, ich muss gerade mal ein wenig die Lautstärke meines Mikrofons ändern. So. Ja, das... Lieber Twitter, das muss nicht sein. Wisely chooses to not get into a big fight about some cans of food. There will be other grocery stores with less humans to worry about. Ja, diese gruseligen Menschen. Das sind die wahren Monster. You don't like Monday. Makes mistakes while scouting a town and gets cornered by a large group of zombies while unarmed. He is trapped in an alley. At the end of the alley is heavy garbage and a large fence. Use parkour abilities! Tadam! Es hört, Fitness revealed, ich bin scheiße. Ey, man, hast du es überlebt? Okay, die Zombie. The group drives into a city as it starts to get dark. Try not to lose track of time. Things can get bad after sunset. Okay, Bücherladen brauchen wir jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt, oder? Lost Safe House? Vielleicht sind da noch Waffen. Vielleicht finden wir es. Gut, lass mich gerade mal was... die Waffe lasse ich mal hier, dann haben wir die auf Reserve. Oder du vielleicht mehr. Die Cowboy Rifle behalte ich mal. Oder willst du? Nö, ich bin mit meinen Äxten zufrieden. Okay, du bist mit deinen Doppeläxten zufrieden. Sehr gut, dann würde ich sagen... Komm, mit Schießen in diesem Spiel auch nicht gut zurecht. Ja. Bring it. Okay, ich würde jetzt hier links reingehen. Okay. Ah, wo bin ich? Ah. Ah, das war ein Mülleimer. Das war überhaupt kein Zombie. Das war ein Mülleimer. Ein Mülleimer! Ich habe ein bisschen Futter gefunden. Health Pack, sehr schön. Mein Haar sitzt. Wir sollten nicht länger als 7 oder 8 Uhr nach oben links der Uhrzeit hier verweilen. Oh, hier ist eine Pfanne. Nimm die Pfanne mit. Pfanne klingt gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich habe eine Frying Pan. Meine Waffe ist wieder. Meine Rache wird fürchterlich sein. Die Rache der Enterbten? Was ist hier? Junk. Oh, und dafür bin ich jetzt hier reingegangen. Fürchte meine Frying Pan. Ah! Verliert die Orientierung. Hier ist ein Gehstock. Der ist scheiße. Das stimmt. Der bricht garantiert, sobald ich anfange hier. Da ist Benzin in der Toilette. Hol das Toilettenbenzin. Das ist immer mehr. Ganz ehrlich, würdest du Nahrungsrationen so holen, die in der Toilette sind? Nein, nicht wirklich. Warte, hier ist noch eine. So viele Stücken Holz! Hier leuchtet was. Health Pack. Okay, einer von uns beiden kann sich heilen. Yay. Und das wird wahrscheinlich ich sein, weil ich doof genug war, mich zu verletzen. Ich würde sagen, riskieren wir es? Nein. Nicht? Oder willst du hier noch? Okay, dann gehen wir hier noch rein. Munition. Raus. Ja. Hier ist nichts drin. Ah. Snap! Ah! Hier liegt nichts. Ich probier's noch einmal kurz geradeaus. Ah! Hä? Ist der ein Toter? Naja, das ist ein Zombie. Ein Bart-Zombie. Okay. Ah! Dein Schnurrbart hat mich abgelenkt. Ich hab nicht gesehen, dass da Zombies waren. Power of Mustache! Cause I Mustache you a question! Gib Gas! Oh yeah! Wir sind ein gutes Duo. Sehr gut. Weiter geht's. Die Zombies sind tot. Ich meine, sie waren schon vorher tot, aber... So, und jetzt müsste ich geheilt werden können oder du. Einer von beiden. No food, at least I'll lose some weight by time. Nein! Wir haben noch Futter. Keiner von uns beiden ist gut genug zum... Okay, Ja, Holzhacken? Ich weiß nicht. Chuck Woods. Ich mach das. It's really hard work! Ja, stimmt. Ah, zu spät. Fire feels great.
Mit Sicherheit. There's a large horde of zombies on the road ahead. The group isn't sure if they could get through them or not. Plow, seek shelter oder take a detour. Das mit dem Haus klingt ganz interessant. Machen wir's. The group hides in a nearby house to wait for the horde. Nein! The zombies end up becoming agitated and they attack. Siege! One. Meine Entscheidung war die schlechtestmögliche Entscheidung. Okay. Bist du bereit oder willst du die Waffe? Ich bin bereit. Aua, barf. Das ist so viel zu dem Thema. Entferne dich nicht zu weit von dem Ausgang. Lass mich doch erstmal fertig essen. Oh. Also das Spiel könnte echt einen etwas leichteren Schwierigkeitsgrad gebrauchen. Siege. Oh Gott, da kommen immer mehr. Nein! Barf! Oh. Wieso, Chief? Wieso? Was kann ich denn dafür? Du hast gesagt, wir sollen uns im Haus verstecken. Ja, ich hätte ja nicht gedacht, dass du ausgerechnet ein Zombie-Haus auswählen würdest. Gut, wenn gerade die erste nationale Zombie-Versammlung abläuft. Ihr dürft uns gerne unten in den Kommentaren Tipps hinterlassen, wie wir es besser machen können, aber das war's für diese Folge von Death Road to Canada. Weniger sterben! Weniger sterben wäre gut, aber dafür muss man ein bisschen taktischer vorgehen. Ach, taktisch. Oder den Charakter halt vorplanen und nicht einfach nur zufälligen wählen. Nee, also ich würde nicht zu viele Planung verwenden in diesem Spiel. Wir sehen uns in der nächsten Folge auf jeden Fall wieder. Ciao!